Also seitdem ich die 7000 Punkte habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in starke Runden reinkomme, gefühlt um 200% gestiegen, weil mal wieder 9000er mindestens hierin. Vorher waren sogar 3 in meiner Einspielrunde, nur da sind 2 irgendwie, ja, haben schon wieder das Weite gesucht. Nein, Fehlstart! Ja, willkommen zurück zum weiteren Part von Mario Kart Wii Online. Und Leute, ich habe richtig geile News, aber richtig geile. Und zwar, ich habe meinen Dienstplan gesehen für April. Und Leute, das ist, glaube ich, der geilste, den ich je hatte. Also unironisch. Weil normalerweise mache ich immer Witze darum, aber der, da kann ich mich echt nicht beschweren. Und zwar, ich habe einmal eine Woche Urlaub, ja ganz normal, und habe aber davor allgemein 5 Tage nochmal frei. Also 2 musste ich, weil Sanitäterkurs, aber dann wurden mir noch 3 irgendwie weitere geschenkt. Und ich dachte mir so, what the hell? What the hell? Also, und das, da kommst du dann im Endeffekt auf 12 Tage. Und ich werde mir auf alle Fälle überlegen, was ich diese 12 Tage machen werde. Also 9 sind sogar verplant, aber die anderen 3... Ey, da kannst du eigentlich was richtig Cooles mal machen. Gut, also verplant ist übrigens relativ, weil meistens ist an den Tagen immer nur ein Vormittag oder ein Nachmittag verplant. Aber ich find's einfach geil, Leute. Ich find's einfach richtig geil. Das heißt, ich kann mir irgendwas überlegen, vielleicht mal, ob ich YouTube-mäßig vielleicht in den 12 Tagen mir vielleicht mal irgendwas Aufwendigeres ans Herz lege. Von Videos so, und dass ich das halt in den 12 Tagen ein bisschen aktiver mache. Und danach wird sie wieder inaktiv. Ihr kennt mich ja. Aber rein theoretisch in den 12 Tagen ist viel möglich. Aber ich finde das einfach so geil. Wobei, ich gehe stark davon aus, da wird sich sicher noch irgendwas ändern. Aber falls nicht, dann werde ich das auf alle Fälle fühlen. Ja, so viel dazu. Ich glaube, 12 Tage, das hatte ich bis dato, glaube ich, noch nie. Ich habe das längste waren einmal 10 Tage und das war es eigentlich. Ja, einmal, ich glaube, einmal 10, einmal 8. Aber so viele wirklich noch nie. Und das wird erstmal ein gekonnter 5. schöner Platz. Ja, der freut sich natürlich jetzt nicht, weil es waren nur 8 Leute. Minus 5. Lol. Ja, der 9000er, der war out of nowhere, genauso wie der 8000er. Aber danach hätte ich eigentlich liefern können. Jawohl, Peach Peach, und ich habe die nicht mal gewählt. Das war irgendein anderer sozialer Kollege. Ey, Kuss geht raus an dich. An der Stelle wieder ein paar 9000er reingekommen. Also, ja, yeah, Party. Party geht ab, sage ich jetzt. Und der Fehlstart hat dieses Mal, also der Fehlstart sage ich, der Start hat dieses Mal geklappt. Ja, ja, ein richtiger Start kenne ich gar nicht mehr. Mittlerweile ist daraus ein Fehlstart geworden gerade. Von links, von rechts, von jeder Seite mal wieder. Okay Leute, ich würde sagen, also wenn da wirklich so starke Leute reinkommen, dann kann ich mir auf alle Fälle gute Ziele setzen. 7500? Ich weiß nicht, übertreiben ein bisschen, aber why not? Ich meine, mein Traum ist es ja noch immer, irgendwann mal einen 8000er. Ding zu haben. Also 8000 Punkte. Wenn ich das habe, kann ich das Projekt eigentlich beenden. Aber da ist dann mein Ziel erreicht. Was? Okay, so nicht. So nicht, Leute. Wahrscheinlich. Alter Verwalter. Da habe ich gleich mal direkt kassiert. Ja, ein Königlicher wieder. Nice. Ist wieder so klar, ich sag eine Punktzahl und auf einmal geht's wieder komplett in eine andere Richtung. Ey, ich sage euch, das wird jetzt ein letzter, Leute, wenn's blöd läuft. Du Scheiße. Das war sogar der Lutscher, der mich vorher gerammt hat. Klappt mir der auch noch meine Itemboxen. Das macht er jetzt aber noch einmal, ey. Also der ist jetzt mein Opfer für den heutigen Part. Nein! Ich bin das Opfer! Nein! Das ist Kacke! Das ist absolut beschissene Kacke gerade gewesen. Ich muss mir kurz irgendwie ein Item holen. Gönn was, gönn was. Nein, Kugelwilli. War das jetzt so klug, dass ich da rausgefahren bin? Nee, war es nicht. Ich bin absolut scheiße gewesen gerade. Das wird ein 100er Minus. What the fuck? Also der Plan, ich weiß nicht, was ich davor hatte. Aber der lief gar nicht. Oh mein Gott, und das kommt Mushroom Gorge. Alter, wo soll das heute noch hingehen? Habe ich heute 7500 Punkte als mögliches Ziel gesagt? Ich glaube, ich wollte 6500 sagen. Also keine Ahnung, was da gerade auf Peach Peach passiert ist, aber ich habe absolut einfach nur kassiert. Da ist schon wieder die nächste Wolke. Nee, bitte nicht. Lass mich mit Blitze, lass mich mit Wolken in Ruhe. Und das hat alles nur mit dem einen Typen bei dem Kugelwilli angefangen. Du Lutsch! Okay, nee. Ich dachte, ich hätte es bekommen. Alter, nice try. Glücklicherweise ist ein anderer vorher reingefahren. Achso, ich springe ja doppelt jetzt wegen Pilz. Ja, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Kurz mal abbremsen. Also kein Jump machen, passt. Ja gut, ich sage, jetzt wird wieder alles gut gehen und danach gleite ich wieder in der letzten Runde gekonnt runter bei den Pilzer.
Aus welchen Gründen auch immer. Also, was ist meine Taktik? Ich habe keine. Beim Mushroom Gorge schaltet mein Hirn eigentlich schon automatisch immer aus. So, Pilze kurz weg. Ist aber jetzt auch immer lustig, dass da halt logisch, dass das halt immer diese Turbo-Speed-Dinger sind. Aber die, die ich lustigerweise nicht doppelt abziehen. Also doppelt nach vorne boxen. Doppelt abziehen. Ja, manchmal können die halt doppelt abziehen, das stimmt schon. Immer wieder schön, wenn du gerade abgefuckt wirst in eine komplett andere Richtung und auf einmal kommt dann, landest, also du bist dann auf dem Jump-Pad oder auf so einem Speedstreifen und auf einmal fährst du in eine komplett andere Richtung, weil dich halt der Aufprall von dem Item irgendwie versetzt. Alles schon gehabt, Leute, und auf einmal segelst du wieder raus. Das war jetzt zum Beispiel nicht so klug. Ich bin aber noch Zweiter, Leute. Nein! Okay, wenigstens jetzt als später. Jetzt aber aufpassen, der hinter mir wird vor mir groß. Okay, Item habe ich. Ich bin zufrieden, ne? Ja! Nein, 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 nein. Rüber, 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 rüber. So, jetzt eins und zwei. Hä? Nein! Lächerlich. Lächerlich. Ja, jetzt bin ich wieder nur Fünfter. Ah, ein Pilz hätte mehr geschmeckt, sage ich euch. Aber plus 23, gut. Ja, was ist das? Vor allem, das waren die 8000er. Nein, wäre ich Zweiter geworden. Ich hätte mein komplettes Minus wieder gut gemacht. Digga, was sind das heute schon wieder für Strecken? Und schon wieder spiegelverkehrt, Alter. Jedes Mal. Entweder gar keine spiegelverkehrten Strecken. Und wenn da welche kommen, dann ist die Hälfte davon. Oh, ja, weil die erste war auch spiegelverkehrt. An der Stelle meiner Einspurrunde wäre ebenfalls spiegelverkehrt. Keine Ahnung, also gibt es da irgendwie festgelegte Zeiten, wann mehr Spiegelverkehr kommt? I don't know. So, ich probiere jetzt was Lustiges. Ja, der Kugelbilly macht das sogar mit, unglaublich. Normalerweise driftet der irgendwo ab, aber nö, der wollte sogar. Links sehen wir Funky Kong. Okay, Item habe ich, das wundert mich gerade. Ja, ist auch wieder so eine Strecke, wo ich mir nichts ausrechne. Wobei das mit Mushroom Gorge war eigentlich ganz geil. Nein, wirklich jetzt. Oh, kann der nicht bei irgendeiner Kante hängen bleiben? Nee, natürlich nicht. Übrigens, achso, warte, kommt noch einer. Was? Da hell? Glaube ich euch nicht, dass das passiert ist. Da kommt ein Sterntyp. Zum Glück used er die Abkürzung, anstatt dass er mich abfuckt. Gibt ja auch solche Leute, die gerne einen abfucken und dafür die Abkürzung einfach mal sein lassen. Leute, alles schon erlebt. Übrigens, eine meiner absoluten, das erzähle ich jetzt, das ist so eine Kindheitsstory einfach, so eine lustige. Früher, bei der Strecke, habe ich gerne immer die, Credits ist das falsche Wort. Ihr wisst schon da, wo die Tabelle ist, okay, also wenn das Rennen vorbei ist. Das immer gerne noch zwei, drei Runden laufen gelassen, weil sich hier innen, in der Ruine, ja dieser Sand füllt, in diesem Becken da vorne. Also, das Becken hier jetzt. Und ich hatte das interessiert, ob sich das irgendwann mal komplett voll füllt. Tatsächlich war das nie so, weil das irgendwann mal stecken geblieben war. Aber das war so eine Sache, die habe ich gern gemacht. Da habe ich so drei, vier Runden gewartet und immer geguckt, was passiert. Ja, das war einfach eine meiner Kindheitsbeschäftigungen. Allgemein, ich liebe es, wenn ich mich... Oh, oh. Nein, 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 nein. Warte mal, ich bin da draußen gleich. So, ich mache den gleichen Fehler jetzt nicht nochmal. Ich fahre einfach weiter. Rückwärts fahren wäre jetzt dumm. Ich bin sowieso schon wieder abgeschlagen, letzter. Warum kriege ich einen Dreierpack Pilze? Schaust du? Du Spiel, Alter, schau mal, wo ich bin. Kugelwilli, Kugelwilli. Kugelwilli, wo bist du? Ich betrachte das als unfair und beschiss. Ich bin raus. Ja, und ich krieg nicht mal ein Item. Ich werde wieder letzter, oder? Ach, come on. Der bleibt hängen. Verdammt! Nicht mehr bekommen. Doch, habe ich sogar. Wieder minus 75. Boah, zum Glück habe ich den noch bekommen. Alter, das ist, ne, nicht in Worte zu fassen. Also der Part heute ist wirklich absolut nicht mein Ding. Schon wieder spiegelverkehrt. Dein Ernst jetzt? Ja klar, und Fehlstart auch wieder, ey. Also ich habe gerade wieder gar kein Gefühl auf einen richtig guten Start. An der Stelle, Leute, jeder, der mich wirklich verfolgt wegen Skill, ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, hier seid ihr falsch. Hier seid ihr wegen purer Unterhaltung. Oder Spaß, oder was auch immer. Weil ich gerne Stories erzähle, weil ich gerne Mario Kart spiele und weil ihr gerne Fails seht. Das ist der Grund.
Einen anderen Grund gibt es nicht, warum ich Mario Kart spiele. Es ist einfach so, Leute. Ja, verdammt, das habe ich jetzt auch wieder gefailt. Ja, die letzte Chance sollte man natürlich auslassen. Weil ansonsten... Alter. Am besten sich halt einfach heute mein Maul für den Rest des Tages. Es ist absolut nicht mehr feierlich, was hier passiert. Ne, also, das ist halt wieder so ein Part der Extraklasse. Zum Glück nur einmal letzter geworden, muss man eigentlich schon fast sagen, weil ich den einen Typen noch bekommen habe. Fühlt sich aber trotzdem... Ja klar, jetzt ist der Kugelwilli. Digga, wo warst du vor... Wo warst du in der zweiten und vierten Runde, als ich dich gebraucht hätte? Da war er nirgends. Da war er im Urlaub. Das, was ich in der ersten angesprochen habe. Im ersten Rennen. Da hat der in der zweiten und vierten gleich direkt mal Urlaub gemacht. Aber nee. Da hätte ich ihn gebraucht, einfach mal. Das ist unfassbar. Ja, gut, wenigstens mal wieder was Großes. Okay, der Powerblock kann mir egal sein. Ja, den hat's erwischt. Scheiße, ich habe ihn nicht bekommen. Zu spät erkannt. So, jetzt bin ich wieder schön Dritter. Muss jetzt eine Minute durchhalten. Was ist da? Oh mein Gott! Der das gelegt hat, du bist frech. Leck mich. Ey, ja, und der hinter mir hat jetzt safe ein Item gekriegt, oder? So, ich nutze jetzt die Abkürzung, aber. Nein, 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 nein! Träum weiter, mein Freund! Bin ich echt nur Vierter? Ja, gut, okay. Das heißt nur, das ist im Vergleich zum heutigen Part, das ist die beste Platzierung, muss ich erwähnen. Auch wenn wir nur 7 oder 8 Leute waren. Ich bin damit mehr als zufrieden, Leute. +6. Ja, 7 Leute waren wir. Ach komm. Ja gut, Leute, dann was ist mit dem heutigen Part? Das will heute nicht sein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.